Diese Folge Rockpalast Backstage haben wir kurz vor den Landtagswahlen 2016 in Mecklenburg-Vorpommern gedreht. Die Band Feine Sahne Fischfilet kommt aus MacPom. Es gibt sie seit rund 16 Jahren. Gegründet wurden sie damals als Schülerband und sie engagieren sich schon immer sehr deutlich gegen Rechtsextremismus und rechte Politik. Auch in der Zeit vor der diesjährigen Landtagswahl gab es wieder eine ganze Reihe von Konzerten unter dem Motto »Noch nicht komplett im Arsch«, bei denen die Band zum Zusammenhalt gegen den Rechtsruck aufgerufen hat. Mit ihrer Haltung haben es Feine Sahne Fischfilet nicht nur in die Herzen vieler Musikfans, sondern auch mehrfach in den Verfassungsschutzbericht in Mecklenburg-Vorpommern geschafft, wegen ihrer, Zitat, explizit antistaatlichen Haltung. Als wir uns in ihrer Wahlheimat Rostock treffen, arbeiten Feine Sahne Fischfilet gerade so wie einst die Toten Hosen mit ihrer Inszenierung von Clockwork Orange in Bonn am Volkstheater in Rostock als Liveband und Darsteller in einer Adaption von Goethes Werther. Hingeführt. Ja, wir sind jetzt am Rostocker Hafen. Rostocker Hafen. Beim Matrosendenkmal, beim legendären. Okay. Die hängt man so ein bisschen im Sommer ab. Ne? Wenn du nicht am Strand. Ja, na, eigentlich bin ich im Sommer am Strand. Oder sind wir, glaube ich, größtenteils am Strand. Aber wenn du jetzt nicht zum Strand kommst oder gerade zu faul bist, hängen auf jeden Fall auch viele Leute hier einfach am Hafen ab. Ne? Ist halt dicht an der Innenstadt, in der Nahe am Wasser. Und ihr habt gerade schon gesagt, diese neuen Sachen da hinten, das ist alles tatsächlich so renoviert und jetzt so ein mehr oder weniger so ein bisschen Hipster-Gegend oder was? Aber klar. Wir können uns nicht leisten. Ich habe letztes Jahr gegrillt und ich wurde auf einer Party angequatscht. Die haben mich gefragt, ob ich eine Wohnung da habe. Aber eigentlich habe ich nur den Grillmist da reingeschmissen, weil ich geklingelt habe. Mach mal auf, ja, wer ist da? Ich. Ach so, ja klar. Ich glaube, da könnte sich das noch niemand von uns leisten. Nee, gab es da mal ganz viele so unangemeldete Partys. Ja. Gibt es halt eigentlich relativ viel in MacPom, weil du halt einfach viel Natur hast. Naja, und da lebt jetzt auf jeden Fall die Leute, die nicht mehr so auf unangemeldete Partys stehen, sag ich mal. Ja. Also es hat sich schon da auf jeden Fall verändert. Wenn du vor 5 Jahren die Bilder gesehen hast, waren da eher noch so Baracken oder vielleicht noch ein paar Bäume. Und jetzt, keine Ahnung, darf man da nicht mal mehr ins Wasser pissen. Ihr kommt ja alle so verstreut aus irgendwelchen Dörfern, ne? So, ja. Wenn ich das richtig verfolgt habe. Und seid dann aber irgendwann hier so als Zentrale gelandet, kann man das sagen? Oder? Und Greifswald eigentlich. Und Greifswald. Also Rostock, Greifswald sind so die beiden Zentren. Das ist der Proberaum, ne? Ja. Ah, Greifswald, ne? Genau. Und ja. Wir sind eigentlich so alle aus der Region Demmin. Mhm. Also es ist nochmal so ein kleines Stück weiter zwischen Rostock und Greifswald irgendwo im Hinterland. Also da ist auch wirklich nicht so viel so. Da kannst du halt hinfahren, wenn du mal Mutti und Papa besuchst. Mhm. Sonst ist da wirklich nicht mehr so viel, außer an Weihnachten. Ja, und dann zieht es einen irgendwann in die größeren Städte, ne? Okay. Das ist halt, Demmin wirst du gar nicht kennen, ne? Nee, das ist siehst du, das ist Demmin, nur aus den Medien. Ja, Demmin ist für uns sozusagen die größere Stadt da gewesen. Okay. Ne? So, das war dann halt die Kreisstadt. Und aus diesem Landkreis sozusagen kamen wir halt alle. Mhm. Und dann ist es halt, wenn du in MacPom lebst, dann ziehst du halt entweder nach Greifswald oder Rostock größtenteils. Und so verteilt sich das. Aber unsere Familien, unsere Zentrale ist Mecklenburg-Vorpommern. So und wie kann, wohnt so ihr hier? Wohnt ihr hier in einer WG oder was? Oder jeder für ja, sich? Teils, oder? Teils. Nee, ich glaube, wenn wir jetzt noch alle auf in einer WG wohnen würden, dann würden wir uns die Köpfe einschlagen. Ne? Irgendwann gehst du dir ja auch hart auf den Sack. Mhm. Also, mhm. Wir sind so viel unterwegs irgendwie mit der Band und mögen uns ja auch, aber es gibt keinen Menschen, mit dem ich jetzt 24 Stunden, 7 Tage lang rumhängen will oder so. Ne? Es hat auch jeder noch so seine eigenen Freundeskreise. Die überlappt sich der natürlich mal, aber das ist, du bist so viel unterwegs, da wohnst du nicht noch zusammen. Wohnt ihr in so fiesen Platten? Ja. Das ist die Gaststätte, hier ist Gastronom, dann die Kaufhalle, wo wir einkaufen gehen, Dienstleistung, Sparkasse und der Friseur und da hinten ist die Apotheke und um die Ecke ist der Arzt. Ja. Das liegt aber alles sehr günstig, ne? Ja. Wie nehmt ihr die Stadt hier so wahr? Also inzwischen, ihr seid jetzt schon ein paar Jahre hier, also was hat sich, also abgesehen von der Gegend da hinten, verändert in Rostock? Ja, keine Ahnung, es verändert sich immer alles, ne? Aber also ich lebe auf jeden Fall mega gerne hier, ja. Also ich habe eigentlich klar, dass wenn ich alt werden sollte, dass ich hier alt werde in MacPom. Echt? Also, ja, so einen Plan hast du schon, echt? Ja, also ich will die Welt sehen, aber ich will hier bleiben. In Vorpommern leben. So, das ist für mich ist das eigentlich klar. So, ich wohne hier 10 Minuten vom Wasser. Ich habe hier meine Freunde, vor allen Dingen meine Familie. Ich gehe zu Hansa. Es gibt überall Scheiße, weißt du? Das ist, ob ich jetzt irgendwo anders hinziehen würde, gibt es genauso Probleme. Oftmals hat das ja auch wieder vielleicht oft mit einem selber zu tun.
Aber ich bleib hier. So, das ist für mich ist das klar. Ist auch einfach, ich meine, guck dir das an, sozusagen. Ich meine, du stehst hier, wir sind 2 Minuten vom Wasser weg. Kannst hier enden für den, ne? Ja. Deine Lady beeindrucken oder so, keine Ahnung, was du halt so machen willst. Stell dir vor, jetzt geht noch die Sonne unter, ja, fischen, ja. Machst du auch. Ich meine, ich kann nicht so gut fischen, aber auch das kriegt man hin. Du hast halt hier eigentlich alles, wie gesagt. Wir leben da, wo andere Urlaub machen. Ne? Mhm. Feine Sahne Fischfilet werden ja gerne als Punkband bezeichnet, weil der Sound der Band eher diesem Genre zugeordnet werden kann. Das, was sie machen, klingt selbst auf dem 5. Album der Band Bleiben oder Gehen von 2015 immer noch ziemlich punkig. Aber wo andere Bands sich große Mühe geben, dass man sie als Punks bezeichnet, selbst wenn der Lifestyle schon längst nicht mehr dazu passt, ohne hier irgendwelche Namen nennen zu wollen, sehen sich Feine Sahne Fischfilet selbst gar nicht so. Der Musikgeschmack von Sänger Monchi könnte auf jeden Fall dazu führen, dass einige Punks eher Brechreiz kriegen. Aber dieses Musikding ist entstanden nicht irgendwie, weil du ein totaler Musikfreak warst, so, sondern aus einem ganz anderen Grund. Du bist dann irgendwie so zufällig reingeraten. Ja, ich bin mit Kai und Max auf die Schule gegangen. Aha. Wir haben ihn dann einfach irgendwann gefragt, ob er nicht mal Bock hätte, ein Lied zu singen. Der hat mir so, hey, ich kann doch überhaupt nicht singen. Und dasselbe hat unser Musiklehrer auch damals gesagt, Grüße an Herrn Irmer. Und der meinte auch, hey, das kann nichts werden. Und dann haben wir die ersten paar Dinge aber irgendwie gemacht, ordentlich abgerissen. Und dann war klar, ja, Stimmung kann er schon mal bringen, die Leute kommen auch. Oh, dann lass mal dabei bleiben. Und das war von vornherein auch so ein Sound, was ihr jetzt also nach wie vor... Also ja, es war schon noch ein bisschen roher, würde ich sagen. Ja. Am Anfang war es noch uriger auf jeden Fall, um das mal ganz dezent zu beschreiben. Aber es ging schon immer Richtung Punk. Also wir sind auch alle Punker gewesen. Also jetzt keine Punker gewesen, aber wir haben Punker-Musik gehört. Punk. Ich habe auf jeden Fall Punk gehört. Achso, ja, Punk gehört, aber er ist ja nicht Punk. Die Musik ist meine Lebensanstellung. Das Aussehen ist eine Geschmackssache. Ja, finde ich aber auch. Es gibt auch Leute, die sich trotzdem anziehen, ja, übers Wochenende. Und die sich dann Punks nennen. Sowas finde ich total beschissen. Du bist trotzdem Schlager-Freak. Also, oder kokettierst du damit immer nur, dass du Wolfgang Petri hörst und so ein Zeug? Nee, wirklich. Nee, jeder Party. Ich glaube, das nennt man musikalische Früherziehung. So, also wenn ich jetzt. Ich höre mir das auch immer gerne. Also, so Wolfgang Petri, Prinzen, die ersten Alben fand ich riesengeil, war ich immer auf Konzerten. Ich war mit meiner Schwester bei Colin Sack und so. Aber Wolfgang Petri, ne, Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen, sozusagen Lieder, die man gerne geschrieben hätte. Musik ist für mich auf jeden Fall, ich bin halt nicht, oh ja, jetzt hat er so einen geilen Riff gemacht. Oder was weiß ich. Ich weiß ja eigentlich gar nicht mehr, was ein Riff ist, richtig. Also ich denke mal, das hört sich jetzt doof an, aber der macht halt was auf die Gitarre, zieht da was lang. Ob das jetzt was Spezielles ist, wüsste ich nicht. Was mich halt an Musik interessiert, ist, ob mich das flasht. Ja. So, und was ist wirklich so, ganz oft hat das was mit Menschen zu tun. Das ist auch so aus Freundeskreisen, wenn ich dann irgendwie Leute mag. Ob das denn Hip-Hop ist, ob das Schlager ist, ob das Elektro ist oder so, das ist mir total Latte. So, ich habe ganz oft... das Gefühl, dass wenn ich irgendwie Leute mag, wenn ich die cool finde, dass ich dann auch einen viel geileren Zugang zu der Musik habe. So, und genau so ist das. Und wer will jetzt Wolfgang Petri was Schlechtes nachsagen? Ja? Natürlich. Das ist aber nicht Ihr Beruf, Sänger, nicht? Das ist mein Beruf seit 4 Jahren. Ich habe nebenbei noch eine Reinigung, die ich aber langsam abstoßen will. Bin ein bisschen intensiver um dieses Geschäft. So richtig, da kann ich einen Anzug hingeben und Hemden. Sie können noch vorbeikommen, Sie können mir gerne Ihre Hose mitgeben. Mir hat jemand gesteckt, bevor du interviewt wirst von irgendjemand, checkst du den vorher ziemlich genau aus, auf Facebook und so, ne? Naja, ich bin Facebook-abhängig, ne? Guck mal, ich hab halt nur so ein schäbiges Handy, so, ja. Autonome, ne? Weißt du, wie es ist? Ja. Den guck ich mir schon mal was an, ne? Ich habe jetzt auch wirklich keinen Bock, mit totalen Vollidioten Interviews zu machen, ne? Ja. Ich habe keinen Bock, mit Leuten zu machen, die jetzt sagen, oh, was bist du für ein geiler Typ oder so, das finde ich auch total räudig. Da gibt mir auch keiner bei ab. Ich finde es schon geil, wenn sich mal Leute streiten oder auch mal sagen, das ist doch total scheiße, was ihr labert oder so. Finde ich gut. Was hast du über mich recherchiert im Vorfeld? Na, ich weiß, dass du mit den Donuts gerade unterwegs warst auf dem Schiff. Ja? Ich hätte mir gerne das Ding angeguckt. Dann haben wir beim Deichbrand rumgehangen. Da fand ich dich eigentlich schon relativ sympathisch. Auch wenn du nicht geglaubt hast, dass wir irgendwo mal Headliner spielen. Aber hab ich das gesagt? Nie im Leben, kann ich sein. Nee, Digga, wer glaubt's denn? Ne? Mhm. Das ist so, wer glaubt irgendwas bei uns. Aber das ist vielleicht auch unsere Stärke. Mhm. Weißt du, das ist so, vielleicht ist das sozusagen die einfach, so das Einfache. Aber soll jetzt nicht heißen, dass wir sozusagen alles so einfach angehen, sondern wir hängen uns da auch schon rein. Wir haben Bock, sozusagen Sachen zu machen. Sonst würden wir hier nicht am Theater... Aber es ist nicht so zwanghaft. Es ist nicht so, wir müssen da jetzt... Es kommt, was kommt, sozusagen, und wir nehmen das mit. Mhm. Also, weißt du, wir lassen uns, das meine ich auch mit so Schubladen, mir ist das viel zu dumm, wenn jetzt irgendwelche Zecken sagen, oh, Rock am Ring kann man nicht spielen, was kommt mir jetzt, Alter? Mhm. Alles kommt mir jetzt, ja, meine Schuhe, alles, jeder Scheiß. So, genau da musst du hingehen, wenn du dir irgendwie auch so ein, vielleicht
halbwegs politisches Verständnis hast. Was interessiert mich, ob ich bei irgendeinem Zeckenfestival den Leuten irgendwas gegen Nazis erkläre? Das turnt doch nur ab und alle sich gegenseitig alerte an die Faschisten an die Schnauze brüllen. Keine Sau. Aber wegen Interviews, klar gucke ich da sozusagen, ne? Weil uns halt auch einfach, wir machen ja auch mal Lieder, nicht nur irgendwie, wir machen ja auch viel Lieder über Liebe, Saufen, Ficken ja, oder so. Ja. Und das mögen ja auch Arschlöcher und ich habe jetzt auch keinen Bock, mich da mit irgendwelchen totalen Volldeppen oder so rumzulabeln oder ich so. Ich habe auch vorher recherchiert über euch. und was war das Schäbigste, was du rausbekommen hast? Das Schäbigste, das mit Wolfgang Petri, glaube ich. Das findest du schäbig? Das fand ich schon hart, ja. Nee, ich mag, ihr kommt ich aus dem Westen, ne? Ich finde das auch super. Der hat den Leuten hier Kraft gegeben. Ja, ja, ist gut. Kennst du Dorffeste noch nicht? Du musst einmal ein ordentliches Dorffest erleben. Ich kenne diese Armbänder von ihm, das kenne ich auch. Das aber hat er jetzt nicht mehr. Hat er nicht mehr? Nee, hat er seinen Sohn hat ja sein Erbe angetreten, aber der hat es versaut. Ich habe es mitbekommen. Also war kein Fan mehr und jetzt ist er wieder neu dabei. Weil wir uns gerade darüber unterhalten haben, bei Rock am Ring sind Feine Sahne Fischfilet tatsächlich schon aufgetreten und sie waren zu sehen als Support beim 20-jährigen Jubiläumskonzert der Beatsteaks. Wie Monchi gerade schon sagte, sie erreichen eben gerne möglichst viele Leute mit ihrer Anti-Rechts-Botschaft, was inzwischen natürlich auch längst dazu geführt hat, dass eine Menge Neonazis mitbekommen haben, dass es die Band gibt. Und Feine Sahne Fischfilet sind durchaus auch nicht nur Typen, die viel über das Thema erzählen, sondern sich auch immer wieder ziemlich unmittelbar in die Schusslinie gebracht haben. Zum Beispiel durch ihren aktiven Protest gegen rechte Kundgebungen. Und ihr habt da diverse Sachen erlebt im Laufe der Zeit. Ihr habt auf einen Proberaumangriff gehabt, glaube ich, so einen Säureangriff und es wird beschmiert und was weiß ich und so. Es gab direkte Konfrontationen, glaube ich, öfter mal und so. Also ich meine, ihr lebt gefährlich als Band, kann man das sagen? Naja, also wenn ich jetzt so die letzten paar Monate betrachten würde, würde ich wieder sagen, nö, weil es gerade irgendwie so gefühlt ein bisschen ruhiger ist. Aber wenn man sich dann halt mal überlegt, was irgendwie die letzten 5, 6 Jahre dann doch alles passiert ist, dann könnte man auf jeden Fall nicht von einer ruhigen Zeit oder so sprechen. Dann kommt man dann vor allem doch so auf die 10, 12 Dinge, irgendwelche Vorfälle, irgendwelche Konfrontationen, wie du sagst, auf unterschiedlichste Art und Weise. Sei es in der Uni oder sei es irgendwie beim Sport oder sonst wo. Überall ist man damit sozusagen konfrontiert und überall muss man dann so ein bisschen Stellung beziehen. Und das ist natürlich nicht immer einfach. Aber gefährlich, ich fühle mich jetzt nicht in meiner Existenz bedroht. Mhm. Nö, das also nicht. So weit geht's nicht. Das nicht. Aber das ist halt auch eine Sache, die ich mir nicht nehmen lassen würde. Das ist auch ich habe keinen Bock sozusagen, dass man einfach irgendwie mit totaler Paranoia rausgeht oder so. Das will ich einfach nicht. Das ist ja eine Normalisierung, weißt du? Und das ist ja auch tarif. Also das Schlimmste wäre auch, wenn wir uns jetzt total einschüchtern lassen würden. Und wenn wir jetzt sagen, es ist gerade ruhiger, ja, dann ist das sozusagen so eine Normalisierung, dass man sich an Sachen gewöhnt. Ich habe dir mal gesagt, unsere Musik ist eigentlich gar nicht so wirklich Kunst, sondern eher ein Werkzeug. Ja, das war mal ein Zitat, was wir von irgendwie übernommen haben. Das fand ich ganz pathetisch. Ich stehe auf Pathos, da fand ich das geil. Okay. Jetzt würde ich das vielleicht auch nicht mehr so ganz so sagen. Also es ist Musik oder sozusagen Feine Sahne ist halt vieles für uns, glaube ich. Also, ne? So das, was wir sind, spiegelt sich auch in der Band wieder. Alles Positive und Negative. Und da gehört halt auch natürlich was Politisches dazu. Ja? Wir verstehen uns als Antifaschisten und vor allen Dingen auch in der jetzigen Zeit, in so einer hochpolitischen Zeit, denken wir, dass es umso wichtiger ist, dass verschiedenste Leute, so egal aus welchen gesellschaftlichen Schichten oder wo sie herkommen, ja, es ist völlig Latte, so, dass sie sich halt positionieren und auch engagieren müssen. Ja? Ich glaube schon, es gibt natürlich riesen viele Arschlöcher, aber ich glaube auch irgendwie daran, dass es auch wirklich auch relativ viele coole Leute gibt, ja. Auch in Provinzen, auch in kleineren Städten. Und da kann Musik dann sozusagen auch einfach vielleicht Leuten Kraft geben, also, weißt du? Also mir hat es auf jeden Fall früher Kraft gegeben, glaube ich. Also früher war mir Politik völlig scheißegal. Ich habe Lanzer und danach die Ärzte gehört. Bei uns standen die Faschos vor der Schule, haben uns die CDs verteilt. Das war mir total Latte, ja. Irgendwann denkt man dann, naja, geht vielleicht nicht mehr. Du hast natürlich noch total viel Scheiße in deinem Kopf, so Rassismus etc. Aber dass du vielleicht mal über Sachen nachdenkst. So. Und waren aber Bands, die sich auch positioniert haben, für mich immer wichtig. Ja? Und die halt auch irgendwie klare Kante gezeigt haben. So. Und nicht irgendwie so drum herum geredet haben. Und ich glaube, das ist was, was wir, ich jedenfalls niemals so gesehen hätte, dass man da wirklich Leute mit. Bei einem selber kennt man das irgendwie, aber wenn dann auf einmal Leute zu dir kommen und sagen, ey, ja krass, ihr habt total viel bei mir bewegt, dann ist das auf jeden Fall ein doller Moment. Dann ist das was, was schon nahe geht teilweise. Ne? Und
glaube, daher ist es umso wichtiger, dass halt die ganzen halbwegs coolen Leute, die es hier noch in der Gesellschaft gibt, so, dass sie sich halt auch positionieren. Und da geht es mir nicht darum, mit allen Leuten auf einer Linie zu sein. Das ist mir, ich streite mich gerne. Aber dass man halt so sich diesem Rechtsruck und diesem Rassismus, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt, halt auch entgegenstellt. So. Ja, und zumal wir den ja auch wirklich sehr, sehr schnell als Band erfahren haben. Dadurch, dass wir, ich meine, in Lötz auf dem Hafenfest standen dann halt auf einmal die örtlichen Nazis vor der Bühne. Und da hast du dich dann schon gefragt, oh Gott, wenn man sich jetzt für die verausgaben sozusagen, ist das das Publikum, was man ansprechen möchte? Und so ist man dann eigentlich gar nicht darum herumgekommen, sich zu positionieren und auf dem Dorf irgendwie auch klar Stellung zu beziehen. Ja, und darüber sind wir halt dann irgendwie auch zu Antifaschisten geworden. Das Musikmagazin Intro meinte übrigens damals, dass mit dem Eintrag in den Verfassungsschutzbericht, den Feine Sahne Fischfilet bekommen haben, sei ja irgendwie auch eine prima Werbung für die Band, weil sie dadurch natürlich auch eine Menge Aufmerksamkeit bekamen. Das klingt erstmal so leicht vorwurfsvoll, als hätte man extra darauf hingearbeitet, damit das was wird mit dem Eintrag. Aber die haben dann auch noch geschrieben, natürlich seien Feine Sahne Fischfilet, Zitat, eine kredibile Alternative zum braunen Sumpf, der weite Teile des Bundeslandes in seinen Krallen hält. Und insofern könnte man es auch so sehen, dass der Verfassungsschutz in MacPom der Band mit der Aktion unfreiwillig einen großen Gefallen getan hat. Ohne einen Hehl daraus zu machen, hat die Band die Chance auf Publicity jedenfalls prima ausgenutzt und sie wären ja auch schön blöd gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätten. Mal dieses abgedroschene Thema, der Verfassungsschutzbericht damals, in dem ihr gelandet seid, 2011 war das, glaube ich, das erste Mal. Was ist daraus geworden inzwischen? Also ich weiß, habt ihr mal geklagt dagegen oder so? Ist immer noch dabei. Immer noch? Immer noch dabei. Ja, das ist auch eine Sache, wo wir uns letztendlich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das mittlerweile gut oder schlecht finden würde, ob wir dieses Verfahren nun gewinnen oder nicht. Es ist einfach so egal geworden. Es ist so, wir haben das schamlos ausgenutzt, wir haben unsere Profit daraus geschlagen, wir haben es schamlos an die Öffentlichkeit getragen. Und ich glaube, das war das Beste, was wir hätten daraus machen können. Jetzt ist es halt so, ob wir dann nur noch mal drinnen stehen im nächsten Jahr oder nicht. Also man stumpfte halt auch so ein bisschen ab. Jetzt waren wir da, glaube ich, viermal drinnen bereits. Und ich denke, dass sie jetzt weiterhin diese Taktik machen, dass sie uns weiter mit einem Satz drinnen lassen. Dass sie sozusagen, ja, nee, die sind ja nicht raus, sie immer noch mit einem Satz. Und also es ist mir wirklich auch egal geworden. Einfach. Wird man da wirklich beobachtet? Also wenn man dann mal drinsteht, so, ja, also muss ich erst mal reinkommen. Wird man dann wirklich beobachtet? Tauchen Leute auf, wo ihr merkt, hey, da checkt jetzt irgendwie jemand eine, also Show? Ich habe einen Brief bekommen, wo mir gesagt wurde, dass ich 3 Jahre noch observiert wurde. Und also haben halt auch einen Peilsender gefunden. Genau, sozusagen, dass ich 3 Jahre sozusagen observiert wurde. So. Ich bin auch wie ein perverse Schwein, ich bin auch kein Hippie, ja, und ich bin auch kein Pazifist, aber dass ich hier die neue RF gründe, das steht noch nicht an, sozusagen. Ne? Aber das hätten die Jungs dann herausgefunden, sozusagen. Mhm. Ne? Das heißt, observiert, die haben Telefongespräche abgehört, muss man also davon ausgehen. Ja. Die haben deine Netzverbindung wahrscheinlich gecheckt, was du so treibst und so weiter. Pornos, welche Pornos ich hoch auf meinen runterholen. Ja. So, das, was man halt so macht, ja. Das ist aber auch... Das sind also auch wieder einfach, das, auch so eine Normalisierung ist das auch wieder, weißt du? Das ist so, wenn man da jetzt drinsteht, das ist nachher, es geht auch überhaupt nicht mehr darum, von den Leuten gut gefunden zu werden. Mhm. Ich habe ein Praktikum gemacht in Thüringen, im Thüringer Landtag zum NSU-Untersuchungsausschuss, war beim NSU-Verfahren mehrmals in Erfurt beim NSU-Untersuchungsausschuss gewesen. Und wenn du schon wusstest, dass der Verfassungsschutz eine Schweinebehörde ist, ja, und dir dann reinziehst, was beim NSU abgegangen ist, dass diese Behörde, diese staatliche Behörde, jahrelang Nazis finanziert hat, Nazi-Gruppen unterstützt hat, geschützt hat und auch weiterhin sozusagen der Aufklärung krass im Weg steht, dann habe ich da auch gar nicht, liegt mein Bedürfnis dagegen null, dass diese Leute mich feiern. Dann ist das vielleicht manchmal auch ein Kompliment, wenn Leute einen scheiße finden. Das sind keine Grünen, das sind Alternative. Na ja, die wollen anders essen. Und wer sind die mit den Knöpfen, mit den Bottoms da? Das ist eine Anti-Kernkraft-Bewegung. Ah, das sind aber nicht die gleichen wie die gegen den Großflughafen. Nein, das ist eine Bürgerinitiative. Und die Grünen, das sind die von Karlsruhe? Ja. Und was machen wir jetzt mit den ganzen Bewegungen? Auf jeden Fall beobachten. Weißt du, das ist so, wenn wir beide beim Highfield-Festival stehen und da irgendwie nachher eine halbe Stunde später vor 10.000 Leuten spielen oder 8.000. Mhm. Dann ist das einfach ein krasses Gefühl, ja. Und wir feiern es ja auch einfach hammerhart. Das ist der, vielleicht geht es noch 2 Jahre und dann interessiert sich kein Schwein mehr für uns. Vielleicht sitzen wir in 20 Jahren hier und wir labern nochmal und wir sagen, Mann, was war für der geilste Scheiß. Mhm. Weißt du, das ist auch wie vor 10 Jahren. Hätte noch nie mehr von uns jemand gedacht, wir haben in Vorpommern einen Proberaum gegründet, da hatten wir nicht mal ein Schlagzeug drin. Ja? Jetzt spielen wir auf irgendwelchen Festivals, spielen Touren.
sitzen hier, spielen am Theater. Weißt du, das ist doch der Hammer. Wer weiß, was kommt. Und da irgendwie am Ballen bleiben und einfach auch machen und tun. Und dann hat man vielleicht auch nachher nicht das schlechte Gewissen, dass man hätte das noch mehr ausreizen können. So, ja. Aber solange wir, Roberto, solange wir die Möglichkeit haben und den Luxus haben, den wir gerade haben, solange nehmen wir das auch mit. Das ist mit die geilste Zeit, vielleicht wird das die geilste Zeit unseres Lebens gewesen sein. Und jetzt endlich ans Theater. Als ich da jetzt Feine Sahne Fischfilet als Hausband und Co-Darsteller in Goethes Werther-Adaption am Volkstheater in Rostock sah, hat sich mein Eindruck bestätigt, dass das Theater bei der Aufführung mit der Band endlich mal wieder richtig voll war. Wesentlich voller jedenfalls als bei den Stücken, die man dort sonst so erleben kann. Obwohl es sicher auch dort Hüter der Hochkultur gibt, die die Idee ziemlich kacke fanden. Hat sich das Theater jetzt doch einen Gefallen damit getan, um Leute da reinzuholen, die sonst nie ins Theater gehen würden. Schon gar nicht in die Leiden des jungen Werther. Max? Ja. Und das ist endlich eure Bühne, eure... Das ist das Bühnenbild. Wow. So sieht's aus. Das ist die Bühne, hier ist die Vorbühne, das ist die Rostocker Stufe. Die gibt's anscheinend nur hier. Hier gibt's nochmal so eine Stufe zwischen vorne und hinterer Bühne. Ja. Das ist der Grabhügel. Eigentlich darf man, mittlerweile darf man die Deko, glaube ich, sogar filmen. Am Anfang waren sie sich da mal noch so ein bisschen angestellt. Verstehe. Und meinten, na, nichts soll irgendwie gezeigt werden. Noch ist der Saal leer, aber das Konzert ist ausverkauft. Ein Stück. Vorstellung. Ja. Ja. So. Gut, und dann würde ich sagen, hier rechts kommt nicht mehr so viel. Wir gehen einfach mal zittern in die andere Richtung ab, Richtung Künstlerkabine. Alles klar. Und sag mal, wenn das voll ist hier, also ist das anders als im Konzert? Fühlt sich das anders an, wenn dann Leute im Theatersaal sitzen? Als wenn es fühlt sich vor allem anders an, weil die Leute halt sitzen. Genau. Ja. Und halt keiner steht auf, keiner springt rum, sondern alle Leute sitzen nur und wippen vielleicht so ein bisschen mit den Füßen rum. Und da fragst du dich dann schon so zwischendurch so ein bisschen, oh, ist das jetzt hier so das Richtige? Ah ja. Ich zeige euch mal die Künstlerkabine. Hast du dich über die Historie des Theaters irgendwann mal informiert? Weil es sieht schon ganz schön ein bisschen oldschool aus, so, oder? Bisschen älter ist es auch schon, auf jeden Fall. Aber ehrlich gesagt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Aber warst du früher mal in dem Theater hier in Rostock schon mal? Vorher? Ja. Nein. Nee, ne? Und auch so keiner viele von Leute, euch, oder? Ganz genau. Na, ich glaube vielleicht Monchi, aber auch nicht so richtig. Okay. Und auch von unseren Leuten und die Leute, die uns sagen, ja, wir sind das erste Mal im Rostocker Theater. Wir wohnen seit 20 Jahren in Rostock und haben es noch nicht einmal ins Theater geschafft. Ja, hier haben wir schon das erste Mal die Maske. Können wir einmal kurz reinkippen. Hallo, hallo sagen. Das ist heute mit dem DDR-Team hier. Nein, nein, nein. Die Mädels schminken uns nachher wieder schön. Sehr gut. Hier will leider nicht entdeckt werden, aber auch Bühnentechnik. Werdet ihr denn geschminkt? Also meine, gibt's da irgendeine Maske? Irgendeine? Es wird gepudert und es wird halt nochmal, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sie mich heute aber noch mal rasieren wollen. Aber nicht jetzt eine Maske, nee, also dass sie anders aussieht, nee, oder sowas, ne, das nicht. Künstlergarderobe? Aha. Der Künstler ist da drin, das, oh, das hat er doch geahnt. Das sind jetzt so die Outfits, die ihr normalerweise auch privat gerne tragt? Ja, oder? Was ich trage wirklich nur das. Ich habe kein großes Outfit, aber die. Na, so einen langen Gürtel hast du in der ich trage keinen Gürtel. Nee, aber ich würde auch schon tatsächlich gerne so rumlaufen auf der Straße. Ich fühle mich eigentlich immer ziemlich wohl in meinem Outfit. Vor allem, weil ich halt auch wirklich so ein. Ich zeig euch das mal. Die sehen immer schon hart heiß aus. Ja. Da kommt der nächste heiße Boy. Ja, herein. Wir sind eine gecastete Boyband. Wir haben nämlich so eine geile Netzoberteile. Oh, ja, scharf. Ich habe mir noch am besten weggekommen. Bei mir kann man nicht so richtig durchgucken, aber bei den anderen kann man richtig direkt durchgucken. So, ich erinnere mich hier an damals Clockwork Orange, ne? Also in Bonn mit den toten Hosen. Wie ist das da? Kleines bisschen Horrorshow. Ja. Da sind die in meinem Theater Bonn dann irgendwie aus dem Boden rausgefahren, während die Schauspieler dann zwischendurch pausiert haben. Und die Leute mit den Theaterabos sind rausgerannt, weil das waren meistens ältere Leute, die ein bisschen geschockt waren. Hier bei euch, wie ist das bei euch? Na, also was auf jeden Fall das Gemeinsame ist, ist, dass es hier auch irgendwie Ohrstöpsel gibt am Eingang. Okay. Also sozusagen, wenn die Leute Bock drauf hätten, irgendwer hat auch mal irgendeine Dezibelzahl rausgehauen, dass es 190 oder 100 Dezibel sind. Ja. Und naja, demzufolge können sich die Leute entweder was nehmen oder nicht. Ich habe auch schon zwei Herrschaften rausgehen sehen, direkt nach dem ersten Lied. Die waren dann auch wesentlich älter. Aber bei uns ist es halt nicht so, dass wir irgendwie aus dem Boden gefahren kommen oder so, sondern wir sind schon fest integriert im Bühnenbild. Also haben auch so jeder seine Position. Dann gibt es extra so ein Bandpodest, wo der Schlagzeuger drauf sitzt. Und dann gibt es so zwei Säulen, wo sich
die Trompete, wo wir uns hinter verstecken. Also, da sitzt man dann auch schon mal eine Weile und hat da ordentlich zu tun. Und zwischendurch ist dann auch immer mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bevor das nächste Lied kommt. Dann musst du ordentlich darauf achten, dass du sozusagen den Einsatz nicht verpasst. Manchmal habe ich auch schon auf dem Handy rumgetippt, nach dem fünften, sechsten Mal. Und dann, oh, scheiße, jetzt schon wieder dran. Naja. Das ist ja Volkstheater Rostock. Das heißt, also, was ich gehört habe, da sitzen in manchen Stücken auch wirklich nur so 30 Leute manchmal. Bei euch, da ist der Laden ausverkauft, 500 Leute, fast bei jeder Show. Das müssen die ziemlich gut finden hier, oder? Der Intendant und so? Ja, ich glaube schon. Also ist schon obergeil, ne? Aber es ist auch zu uns. Ist auch eine geile. Ist auch wirklich eine geile Symbiose. Also für uns ist es auch geil, ne? Ich glaube, fürs Theater ist es geil, aber für uns was Neues machen. Und dass es dann halt irgendwie so eine Idee irgendwie dann so aufgeht und dann dauert das so voll ist. Irgendwie 10 Vorstellungen, ich glaube, fast alle ausverkauft. Wie jetzt nochmal 8 nochmal neue Veranstaltungen machen, so. Dann ist aber auch Schluss. Was für uns halt auch neu ist, ist sozusagen, dass nicht nur die Leute, die uns eh schon kennen, unsere Freunde, unsere Leute aus unserem Umfeld irgendwie ins Theater kommen, sondern dass die häufig halt auch von ihren Eltern angesprochen werden. Hey, das ist doch die Band, von der du ab und zu mal erzählt hast. Wollen wir da nicht mal zusammen hingehen? Und dass man sich so quasi nochmal irgendwie ein neues Publikum erschließt und halt auch Leute dabei sind, die sonst wahrscheinlich nie unsere Mucke hören würden. Das ist auch mein Gedanke, also wenn man zum Beispiel so Rocker ist wie ihr, ne? Und dann die Eltern zum Beispiel, das stelle ich mir dann vor. Also bei mir wäre das so. Meine Eltern würden sagen, ey, mach was Vernünftiges und so. Aber dann wäre ich am Theater plötzlich und dann würden die so, boah, ist das geil. Ja. Das ist ja richtig. Wie ist das bei euch? Ja, ich glaube, das ist viel so, ne? Ja, also bei meinen Eltern war es auf jeden Fall, also die fanden das auch so schon okay, was ich jetzt mache. Aber so nach dem Theater hatten sie ganz glänzende Augen. Da waren sie richtig begeistert, haben sie richtig gefreut. Ja. War schön. Also vorher haben sie mich auch schon immer unterstützt. Aber das Theater war auf jeden Fall nochmal so. Das Ding, was ist nochmal nicht. Aus dir wird ja doch noch. Es hat immer noch mal einen Touch einfach, ne? Ja. Ich glaube, von uns waren jetzt wirklich alle. Es gab niemanden, wo die Eltern noch nicht da waren, aber auch es waren alle unsere Eltern da, Omas, Opas, Geschwister etc. Fühlt sich das anders an, wenn die dann da sind? Also ist man dann irgendwie ein bisschen aufgedreht? Ich würde sagen, es ist immer komisch, so, wenn sozusagen Familie da ist, ein Konzert zu spielen. Ist halt immer was Besonderes, ne? Oder auch enge Freunde, das hast du halt hier auch viel. Es ist ein Stück geht um Liebe so, also Liebeskummer hatte jeder schon mal, also dann die Freunde kennen ja auch die Storys um einen und so, um dann irgendwie so ein Stück zu spielen, das ist dann schon was Besonderes. Hallo. Aber das ist auch bei Konzerten, ne? Aber Theater ist natürlich noch was vom Gefühl her, ist noch mal, man kann das gar nicht vergleichen, oder? Also wie ist das? Ja, aber du hast viel mehr Zeit, dich darauf vorzubereiten, ne? Beim Konzert, habe ich immer das Gefühl, bin ich so in meinem eigenen Kosmos. Da weiß ich wann, wie, was ich machen kann, was ich machen muss. Und hier ist das so, du wartest super lange und dadurch steigt halt die Aufregung auch mehr. Und dann guckst du halt, die Gase ist zwar runtergelassen vorne, weißt du, diese Erfahrung, aber dann kannst du schon ein paar Leute erkennen. Dann denkst du, ach Gott, ja, sind die da. Und als meine Eltern da waren, als sie bei Konzerten da waren, war ich ein bisschen mehr aufgeregt. Aber jetzt so beim Theater war ich ganz schön aufgeregt, als meine Eltern da waren. Und die sitzen ja alle. Genau, bei euren Konzerten stehen die und hier. Genau, und du siehst halt nie so wirklich das Publikum. So, ne? Oder es klatscht jetzt keiner so mit. Ne? Am Ende siehst du halt erst, ob es ihnen gefallen hat. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen was anderes. Aufgrund des großen Erfolgs wird es mindestens nochmal eine neue Saison geben, in der Feine Sahne Fischfilet im Volkstheater Rostock auf der Bühne stehen. Ansonsten engagieren sie sich weiter stark gegen rechts, was in einer Zeit wie dieser auch gerade unbedingt wichtig und toll ist, wie ich finde. Und ich finde zudem ehrlich gesagt, gegen Typen wie Monty kann Bono total einpacken. Viel zu oft Glitzer im Gesicht und Scheiße im Gehirn. Viel zu oft falsche Freunde. Im richtigen Swim. Viel zu oft einstudiertes, halbherziges und arm. Ich pass nicht in Neulenhaar.